von Devonshire? Geht der mich? Ja, natürlich. Ich bin ihm doch erst zweimal begegnet. Ich glaube, du wirst mit ihm glücklich. Oh, das werde ich, Mama. Die Herzogin von Devonshire. Was wollen Sie? Mich sehen und meine Ehefrau. Wie läuft der Wahlkampf? Fürchterlich. Vielleicht können wir meine Popularität nutzen. Zu unserem Vorteil. Mr. Charles Grey! Der Wandel ist nun unaufhaltsam! Ich scheine nicht ganz zu verstehen, was genau Ihre Definition von Freiheit beinhaltet. Freiheit in Maßen. Die Definition von Freiheit kann keine Einschränkungen haben. Du wirst die Politik aufgeben und dich ganz deiner Aufgabe widmen, ihm einen Erben zu schenken. Ich habe nur zwei Forderungen gestellt. Loyalität und einen männlichen Erben. Man sagt, der Herzog von Devonshire ist der einzige Mann in England, der nicht in seine Frau verliebt ist. Was geht hier vor? Nichts, was Sie beunruhigen sollte. Durchlaucht? Mr. Grey? Er ist in euch verliebt. Nein, ist er nicht. Denken Sie an mich, wenn wir nicht zusammen sind. Ich denke Tag und Nacht an euch. Ganz London spricht darüber. Lasst sie reden. Wollen Sie mich zum Gespött der Leute machen? Das Einzige, was ich für mich alleine hatte. Ihr habt mir meinen einzigen Freund geraubt! Ihr müsst ihn verlassen und mit mir kommen. Als freie Frau, jetzt, lasst uns fortgehen. Das ist der größte Fehler Ihres Lebens. Ich gebe ihn nicht auf. Georgiana! Das ist entschieden zu weit gegangen.